Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Crusader Kings 2. Wir spielen das Haus Di Capua und sind in der Rolle von Pando Junior, mittlerweile 19 Jahre alt, und in der letzten Folge, ganz am Ende, haben wir die Nachricht bekommen, dass unsere anvertraute, also für uns bestimmte Braut, Alicia Ravelli, im heiratsfähigen Alter angelangt ist. Sie ist ein genialer Mensch. Wir freuen uns, sie heiraten zu können, weshalb wir diese Prestige-Einbußen von 100 hinnehmen und sie heiraten werden und hoffen, dass sie uns einige Kinder bescheren wird, die ebenfalls so genial sind wie sie. So. Des Weiteren schauen wir doch mal, wie der Stand der Dinge ist. Wir haben außerdem in der letzten Folge Aprucium eingenommen und uns in Avezzano ebenso niedergelassen. Dort haben wir jetzt eine Castle Town in quasi Auftrag gegeben. Und unseren Kanzler, der schon gute Dienste geleistet hat, Vido hier, haben wir weiter nach Foggia geschickt. Auch da soll er einen Anspruch fingieren und ja, und uns so ermöglichen zu expandieren, dass wir über kurz oder lang hier dem Herzog von Benevento die Stirn bieten können, was wir mittlerweile bereits tun könnten, und ihm seinen Titel abnehmen. Genau, also machen wir doch mal weiter. Ja, Ambition erfüllt, wir haben geheiratet. Alicia von Alicia Ravelli, genau, darf sich jetzt Gräfin Alicia von Capua nennen. Ist Teil unserer Familie geworden. Und wir suchen uns eine neue Ambition aus, und das wird erstmal die Dynastiesicherung sein. Wir wollen einen Sohn. Dann schauen wir auch gleich mal in die wie nennt man das? Erbrechte, genau. Gavelkind ist schlecht, wenn wir jetzt bald viele Kinder haben wollen. Das möchte ich nicht. Ultimogenitur finde ich auch blöd. Was ich aber momentan ganz gut finde, ist, glaube ich, die Elective-Monarchie. Weil ich glaube... Achso, jeder Lower Rank was sagen, okay. Kann einen Successor nominieren. Nein, das ist blöd. Wir haben ziemlich viele Vasallen. Ich präferiere ja tatsächlich schon die Primogenitur. Über kurz oder lang wird es das auch sein. Allerdings ja, sieht es in der Lombardei eher schlecht aus, was die Kronautorität geht. Beziehungsweise gut für uns. Da können wir ja expandieren. Allerdings müssen wir uns dann doch mit der Ultimogenitur zufrieden geben. Das gebe ich auch gleich ein. Das heißt, keine Erbteilung mehr. Der jüngste Sohn erbt alles, oder falls kein Sohn vorhanden ist, die Tochter. Wobei die Tochter bevorzugt wird, die einen männlichen Erben hat. Dann lassen wir doch weiterlaufen und schauen mal, was die Zeit so bringt. Unser Rat, der mag uns ganz gerne. Bloß brauchen wir demnächst einen neuen Spion. Ah, unsere geliebte Ehefrau. Die ist ein deutlich besserer Spion. Das ist gut. Falls der Alte stirbt, der Bürgermeister Alahis von Capua, dann haben wir da schon mal einen Ersatz. So, was ist das? Fahrende Ritter wieder. Ja, gebe ich ein bisschen Geld aus. Heißt willkommen. Oh, was ist das? Vido, du bist ein genialer Typ in deinen alten Tagen. Ja, du hast einen Anspruch auf Foggia fingiert. Das kostet uns allerdings 45 Gold und 50 Prestige. Die Prestige-Einbußen können wir hinnehmen. Doch, das Gold ist etwas teuer. Also... Das kostet, aber werden wir auch hinnehmen. Wir haben ja ein gutes Einkommen eigentlich.
von fast 4 Gold pro Monat. Das heißt, ja, Krieg können wir erst beginnen, wenn wir schuldenfrei sind. Das heißt, es dauert auch noch ein bisschen. Aber ja, die 2 Gold zahlen wir auch noch. Wobei, brauchen wir die Pietät? Ja, Prestige brauchen wir gerade nicht so arg, nehmen wir. Und sparen uns das Geld. Sehr schön. Foggia, Anspruch, alles gut. Der Count von Treviso mag ihn ganz gerne, ist mit ihm verwandt, aber schauen wir doch mal an. Uns liebt er, ist ein Freund von uns, er wird uns niemals in den Rücken fallen. Das heißt, wir sind hier schon mal gut abgesichert. Wir können bis zu 3 Gebiete haben, das wird dann mit Foggia der Fall sein. Mein Ziel ist es dann, wenn Foggia unser ist, schließlich den Herzogtitel von Benevento, mir an den Nagel zu reißen. Die Frage ist nur, wie schaffe ich das am besten? Da warte ich noch ab. Da kommt mir bestimmt eine Idee. Wenn es soweit ist. Aber wie ist denn das der Juregebiet eigentlich von Benevento? Nur die 2 hier. Okay. Und Capua gehört eigentlich zum Herzogtum Capua hier unten. Auch da gehört Neapolis dazu, aber das können wir jetzt momentan noch nicht. Das können wir noch vergessen. Und Spoleto da oben. Hat denn schon wer den Herzogtitel von Capua? Nein, aber den können wir natürlich auch nicht erschaffen, weil wir mindestens 51% brauchen. Egal. Apulia, wem gehört denn das? Das gehört dahinter. Nee, nee. Das wird mir alles zu groß. Wobei, wenn wir Foggia haben. Baria ist zu mächtig geworden. Salerno könnten wir vielleicht uns schnappen oder Taranto. Taranto ist aber mir fast zu nah am Byzantinischen Reich. Also wir haben ja schon eine Grenze. Ich spiele eher mit dem Gedanken, dann hier Richtung Norden mich auszubreiten, Richtung Spoleto. Ich schau mal, was da wohl die am besten ausgestattete Provinz ist. Das wäre Rimini hier. Also Ancona. Deswegen werde ich da auch doch unseren guten Vido hinschicken. Und falls wir es geschafft haben, Herzog zu werden, können wir da locker dem Herzog von Spoleto eine Provinz abgreifen, der da schwächelt. Und wie schon prophezeit, unser lieber Major ist gestorben, deswegen soll unsere anvertraute Frau die Rolle nehmen und in Konstantinopel spionieren. Ja, und meine Schwester hat eine Tochter geboren, Uta heißt sie, und eine andere Tochter, Sunigilda, soll sie doch so heißen nach meiner Mutter, nach ihrer Großmutter, also die des Kindes. Das ist schon vollkommen in Ordnung. Jetzt heißt es nur noch abwarten, die paar Monate, bis das Geld wieder im Plus ist, unser Budget. Ha, wunderbar, Steuern eingesammelt, so schnell kann's gehen. Checken wir nochmal ein letztes. Ja, Verbündete, ist okay. Recht wenig. Rekruten, die er heben kann, die haben 846 ohne Vasallen, deswegen beanspruchen wir doch Foggia. Sammeln unsere Truppen in Benevento. Führen sie zusammen. Lassen sie anführen von Liutard. Genau. Wir selbst nehmen nicht teil, sondern Munchis. Kommen
Gucken wir mal, ob wir ihn abfangen können. Nicht ganz. Der dürfte jetzt ablocken, genau. Und jetzt kommt es zum Kampf in der Schlacht von Lucera. Ja, die eine Flanke ist schon besiegt. Nun widmen wir uns der Front. Die gegnerische Seite kämpft ohne Anführer. Es kommt zum Nahkampf. Front durchbrochen, Flanke auch. Eindeutiger Sieg für uns. 43 Überlebende. Nicht der Rede wert. Wir bleiben in Lucera und belagern die Burg. So. Der Krieg ist quasi gelaufen. Für uns. Das Geschlecht derer von Gausian wird aus Foggia vertrieben. Das Problem ist, dass die Gausianer eben auch den Herzogtitel von Benevento halten. Das heißt, vielleicht müssen wir uns um Rache sorgen. Oh, Medium Kronautorität. Was bedeutet das nochmal genau? Wo steht das? Kann ich das nicht sehen? Ich ignoriere das sicherheitshalber mal. Nur für den Fall, dass wir dann nicht mehr untereinander Krieg führen können. Aber ich glaube, das ist erst bei der hohen Kronautorität der Fall. Ich erhöhe ein bisschen das Tempo. Die ein paar Truppen von Foggia, die können da stehen bleiben. Das macht nichts aus. Versagt haben sie trotzdem. So ist das. Oh. Der Krieg geht gar nicht so gut, als ich dachte. Das stimmt zwar nicht, aber okay. Count Eistuf? Nee. Ich frage ihn... Naja, ich brauche keine Hilfe. Oder ich frage ihn nach Geld, das kann ich immer gebrauchen. Vielleicht gibt er mir ja ein bisschen was. So, Courtier. Nein, bist du denn nicht... Bist du denn nicht... schon Commander, mein Guter? Nein, bist du nicht, dann wirst du das jetzt. Und außerdem gibt es aber eine kleine Schelte, weil ich bin der Boss. Castletown ist gespielt. Okay. Er hilft uns aus irgendwelchen Gründen. Okay. Gegen seinen unverheirateten Typen. Ist aber eigentlich nicht nötig. Aber für was hat man Freunde? Ja, ein famous writer will unsere Geschichte aufschreiben. Das finde ich doch gut. Oh. Es ist sie doch wieder lombardisch geworden. Ja, auch gut. Und meine Mutter hat Consumption. An Consumption erkrankt. Was ist das? Wie nennt man das? Lungenentzündung? Nee, keine Ahnung. Eine Lungenkrankheit jedenfalls. Ja, da kommt schon unser Verbündeter. Irgendwer hat schon wieder eine Fraktion gekündigt. Kann ich denn mich nicht selbst vorschlagen als... Nee, okay, die sind alle aus dem Hause Gausian, glaube ich. Verstehe. 88%. Ja, nachdem Foggia die Stadt gefallen ist, dürfte die Provinz meine sein. Der Graf Grimwald von Foggia dürfte zurücktreten. Und keine Ahnung, wohin fliehen. Wahrscheinlich nach Benevento. Benevento? Benevento? Zu seinem Verwandten.
Herzog Romuald der Gerechte. 100%. Ja, erzwingen. Super. Sehr schön. Leichtes Spiel. Oh, und unser Herzog möchte uns als Commander einsetzen. Wollen wir das? Ja, wir akzeptieren mal. Er findet uns wahrscheinlich recht mächtig. Unabhängigkeit. Wir können um Unabhängigkeit kämpfen. Die Frage ist, ob wir das wollen. Was für Alternativen haben wir denn? Nein, nein, der mag den. Usurpieren kann ich den Titel auch nicht. Aber ich kann vielleicht mit der Zeit. Naja, auch das schaffe ich nicht. Außer wenn ich Bari mir noch einverleibe. Ich bin mächtiger als dieser Typ hier. Aber was bedeutet das, wenn ich unabhängig sein sollte? Nichts eigentlich. Ich warte ab und überlege, wie weiter vorzugehen ist. Wenn ich es schaffen würde, irgendwie einen Anspruch hier drauf zu bekommen, das wäre schon gut. Er möchte mich als Steward. Ja, auch das akzeptieren wir. Langsam wird die Familie Di Capua ernst genommen. Zumindest hier im Herzogtum Benevento. Schauen wir uns doch nochmal die Herrscherdynastien an. Wie die verteilt sind. Ach, das sieht man nur auf Königsebene. Na ja, schade. Also, das gehört den Capuas. Gausian gehört Benevento. Aber zuerst, unser Bruder hat eine Tochter bekommen, Amalfrida, so darf sie gerne heißen. Dann gibt es noch die Rodualdingi in Apulia. In Bari gibt es die Gandolfingi. In Taranto gibt es Rodericingi. In Salerno die Daufingi. Und die Rodualdingi in Catanzaro. Mein Neffe. Wie bilde ich meinen Neffen aus? Ich bräuchte einen guten Steward. Dann schauen wir doch mal. Search Realm. Habt ihr hier jemanden? Duke von Friuli. Ja. Du kannst doch bestimmt meinen Neffen ausbilden, oder? Das machst du auch. Super. Okay, dann bauen wir hier Castle Walls. Das hat der Vorgänger wohl vermieden. Das erhöht auch wieder unsere Steuereinnahmen. Wir sind jetzt bei 5,32, das ist schon sehr schön. Wir brauchen aber langsam einen Herzogtitel, damit wir Grafen unter uns haben können. Unsere Beziehung zu Papst Anastasius III. Hat sich verbessert. Wie sieht es eigentlich in der Kurie aus? Oh, westfränkisch dominiert. Ein Venezianer, wie ich sehe. Einer aus Northumberland,
eine aus den Papststaaten und eine aus Kent. Kein Italiener dabei, das ist schade. Wieder ein Famous Writer, gut. Reclaims. Naja, sicher nicht. Oh. Lower Lorraine ist unabhängig, aber das Westfrankenreich ist riesig geworden. Sachsen eingenommen und Bayern. Verdammt. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, neuer Papst. Innozentius. Das bedeutet... Ja, Domenico. Okay, wieder ein Venezianer. Ancona, eine Frau. Was bringt mir das, wenn ich Krieg führe gegen ihn und Unabhängigkeit fordere? Eigentlich gar nichts. Ich könnte vielleicht von unserem lieben König einen Herzogtitel fordern, aber der ist selber, hat selber auch nur noch zwei, also momentan zwei. Das heißt, es bringt nicht viel. Ich muss irgendwie einen Anspruch auf das Herzogtum bekommen. Oh, Kunigunde. 36. Ja, ich will nicht so sein, du hast eigentlich nichts hier verloren. Geh nach Hause. Castle Walls has been built. Sehr schön. Wurde nicht vergiftet. Alles gut. Ja, das erste Mal. Unsere gute Frau ist schwanger. Oh. Ich diskutiere das mal. Ich habe eine neue Handelsroute. Vielleicht mag er uns dann. Oder auch nicht. Vielleicht gibt es einen Kriegsgrund. Eher nicht. The Cadaver Synod. Was? Was? Sein Körper wurde entfernt. Wieso das? Die sind alle immer so uralt. Nominiere Bischof. Zeig mir doch mal, was für Bischöfe ich habe. Ich habe überhaupt keinen Bischof im Petto. Doch, hier. Oh, ich bin stolz geworden. Gut. Zu Recht, ich habe auch viel erreicht. Medium Crown Authority, was bedeutet das? Ich bin nicht mehr wütend, okay. Kein geschickter Kämpfer mehr. Schade. Und ich habe einen Sohn geboren. Der wird jetzt nicht Pando Junior heißen. Schauen wir doch mal zu den Großeltern. Väterlicherseits Pando,
Mütterlicherseits Giorgio. Er wird doch auch Giorgio heißen. Giorgio di Capua. Unser erstgeborener Sohn. Und als neue Ambition nehmen wir eine Tochter. Gebären lassen. Natürlich, wir selbst machen das nicht. So. Und als letzte Maßnahme. Nee, machen wir nicht. Stopp am 1. Es ist der 2. September 798. Hiermit beende ich die Folge. Wir haben unser Reich wieder vergrößert um eine Provinz. Unser Provinzlimit ist nun ausgeschöpft. Nunmehr gilt es, einen Herzogtitel zu erwerben. Da werde ich mal drüber nachdenken, wie wir das am besten und am schnellsten erreichen können. Ja, mal sehen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Floppy.